Wir haben es ja jetzt festgehalten, Armin Fee haben wir geholt. Nach dem Abstiegsjahr hat uns souverän erst Liga geführt, dann haben wir Platz 6 gemacht. Im nächsten Jahr dann Euroleague, richtig gute Spiele gemacht, in der K.O.-Phase letztendlich gegen Porto ausgeschieden. Da hatten wir auch schon unsere Probleme in der Liga, weil wir den breiten Kader nicht hatten. Und Armin hat es geschafft, auch in dieser kritischen Phase uns da unten rauszuführen, sodass ich sage, und das sagt auch unser Vorstandsvorsitzender Herbert Bruchhagen immer, Eintracht Frankfurt ist ein Verein, wenn es schief läuft, kann es immer passieren, dass sie hinten reinrutschen. Wir können die Situation einschätzen. Wir haben jetzt auch die letzten Spiele. Es war ja nicht so, dass wir immer in jedem Spiel unterlegen waren, sondern es waren Momente da, die sich einfach gegen uns entschieden haben. Und dann schlägt das Pendel halt in die andere Richtung. Wir wissen die Situation genau einzuschätzen. Und wir werden daran arbeiten und unser Trainer hat das Vertrauen. Wir haben 3 Spieler abgegeben, wir haben 3 Spieler dazugeholt. Wir haben einen Kader, der von 23 Spielern ist. Wir brauchen im Training die Qualität, um auch mal ordentliches Trainingsqualität herzustellen, 10 gegen 10 zu spielen. Das ist das, was wir gemacht haben. Was dann dazu kam, war Ray Gesel, ein junger Spieler, mit dem wir uns im Sommer schon einig waren für einen Transfer, wo wir gesagt haben, das macht einfach Sinn, dass wir den vorziehen. Deswegen war das unser 4. Transfer. Die Entscheidung, Armin Fee als Trainer zurückzuholen, finde ich absolut sinnvoll, weil er hat bewiesen in diesem schwierigen Umfeld Frankfurt, dass es anscheinend ist, dass er das hinkriegt. Und von daher kennt man ihn aus der Zusammenarbeit, da ist ein Vertrauen da. Von daher ist für mich die Entscheidung absolut nachvollziehbar.